wenn ich es jetzt noch hätte. Ich wollte nämlich mit was ganz Bestimmtem anfangen. Das finde ich jetzt nicht. Doch, du hast vorhin in deinem Vortrag gesagt, seit die Erde ins Vergessen ging. Und hast über uns Menschen gesprochen und dass es noch nie so viele bewusstere Menschen gegeben hat, seit die Erde ins Vergessen ging. Wann ging die Erde denn ins Vergessen? Möchtest du darüber was sagen? Das war, als Atlantis dann unterging und ja, dort fing das an. Wie geschah das? Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt ja etwas, was bei Atlantis passiert war, also kurz bevor es unterging. Und so etwas Ähnliches passiert ja auch jetzt gerade. Dass bei Atlantis, da gab es ja dann Menschen, die angefangen haben, andere zu unterdrücken und die Verbindung zu ihrem Herzen verloren. Und da wurden ja auch Genexperimente gemacht. Und dann kamen da auch so Mischwesen teilweise raus. Und da wurde halt auch in die DNA von Menschen wurde da manipuliert. Und so etwas Ähnliches haben ja, also passiert ja jetzt auch. Wir wissen wahrscheinlich doch was. Und das hat ja Ähnlichkeit. Also sind wir jetzt auch wieder in so einer Endphase. Also du sagst auch, dass die Menschheit seit Jahrtausenden belogen wird und dass wir jetzt eigentlich seit Jahrtausenden schon in einer Realität leben, die wie so eine enge Box ist. Also ist es dann seit diesem Zeitpunkt? Ja, ja. Und wie geschah das denn genau, also dieser Sturz? Also wurde dann einfach alles dichter, bevor die Erde ins Vergessen ging, war das dann feinstofflicher und dann wurde es grobstofflicher? Ja, und halt das Bewusstsein von den, also nicht von allen, aber dort fingen halt die undichten Kräfte an, Einfluss zu nehmen. Mhm. Und die Menschen, die von ihrem Herzen getrennt waren, die wurden halt von denen dann auch benutzt. Und ja, da fing das Bewusstsein an zu sinken und dann auch, also auch die Schwingung. Und dann wurde es halt auch dichter. Als die Menschheit noch so gewesen war, wie ursprünglich geplant, da war es ja viel feinstofflicher. Da waren wir ja nicht so 3D, wie wir jetzt sind. Und wenn du sagst, seit Jahrtausenden werden wir belogen, kannst du sagen, wer uns belügt? Also, das sind ja wie mehrere Ebenen, weil da gibt es ja die Wesen, die einfach die Menschheit halt kontrollieren wollen und unterdrücken wollen. Und die sind ja schlussendlich die das sozusagen wollen, dass die Menschen belogen werden. Aber es gibt ja, also und das sind Außerirdische, aber es gibt ja auch physische Menschen in den unterschiedlichsten Positionen, die einfach, also die einen, die machen das bewusst
Und die anderen, die sind halt selber auch manipuliert. Und ja, also es gibt Außerirdische, die das wollen. Aber die, die das ausführen, sind halt Menschen. War das dann so, dass bevor die Erde, ich sage jetzt mal so, dicht wurde und das Bewusstsein sich verdichtet hat, so, und wir mehr in dieser, ich sage jetzt, ich nenne das einfach mal, die Gedankenbox gelandet sind? Viele sprechen ja von der 12-Strang-DNA. War das vorher ja, das so? Das, ja. Ja? Mhm. Und dann, also es gab eine Zeit auf der Erde, wie man da gesagt hat, man will hier inkarnieren, dann konnte man das machen. Aber man ist zwar hier inkarniert, hat aber nie vergessen. Und das wäre ja eigentlich das Normale. Und das ist halt sehr schief gegangen. Und darum sind ja so viele hier, damit man das wieder, ausbessern kann. Wenn du sagst, die Erde hat jetzt beschlossen, dass sie aufsteigen möchte, hatte sie denn damals beschlossen, dass das geschieht, oder war das sowas wie ein Unfall, oder? Also hatte die Erde damals beschlossen, dass sie jetzt dichter wird, und jetzt beschließt sie, dass sie den umgekehrten Weg geht? Also ich weiß nur, dass ganz, ganz ursprünglich, dass das so mit der Menschheit nicht geplant war. Und weil man es nicht verhindern konnte, hat es dann halt Plan B gebraucht. Und das heißt halt auch, dass die Erde dann sagt, sie will wieder dahin zurück, wo sie mal gewesen war. Hier fragt Johannes, inwieweit hängt es von meinem Bewusstsein ab, ob ich eine 12-Strang-DNA entfalten kann? Also bedeutet diese Frage, dass er wissen will, ob sein Bewusstsein dafür nötig ist? Ja. Ja. Das heißt, unsere DNA ist mit unserem Bewusstsein gekoppelt. Ja, ganz also eng. Wir haben auch andere Frequenzen, die unsere DNA beeinflussen können, oder halt verschiedene Dinge, aber auch unser eigenes Bewusstsein. Und wenn wir unser Bewusstsein erhöhen und unsere Schwingung, die erhöht sich dann ja auch, und dann reagiert unser Körper darauf, und also wenn wir aufwachen, dann erinnern wir uns ja, und das aktiviert dann Dinge, die vorher halt geschlafen haben. Ist das denn der Teil unserer DNA, der normalerweise als Junk-DNA bezeichnet wird? Also normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, aber in der Wissenschaft nennt man das Junk-DNA. Und das heißt, je mehr wir unser Bewusstsein entfalten, desto mehr wird dieser Abfall zum Leuchten gebracht. Also Junk-DNA heißt ja übersetzt Abfall-DNA. Ne? Also das nur schon so zu nennen, ist ja nicht so schön. Ne? Das heißt, das wird alles wieder eingeschaltet. Und welche Rolle... Auch Johannes möchte wissen, welche Rolle dann Zeit zwischen der dritten und der vierten Dimension spielt.
Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Gut, aber dann gibt es immer wieder die Frage, die gestellt wird, was ist die vierte Dimension? Immer spricht man davon, ja, die Erde ist in die dritte Dimension gefallen und wir gehen jetzt in die 5D und 3D und 5D. Und was ist denn mit 4D? Möchtest also du dort da mehr ist sagen? Ja, wie so eine Astralebene und da ist halt auch nicht alles lichtvoll. Also da gibt es ganz viel unlichte Dinge und halt auch Dinge, die lichtvoll aussehen, aber das gar nicht sind. Und ja, das gibt es halt vieles dort. Und wenn die Erde jetzt aufsteigt, dann geht sie mit ihrer Schwingung auch dort durch. Aber sie bleibt dort halt nicht, sie bleibt dort nicht. Das ist einfach auf der Durchreise. Glücklicherweise. Aber dann bedeutet das ja, dass in der vierten Dimension all die Dinge auch existieren, die auch in der dritten Dimension sind. Einfach im Feinstofflichen, oder? Verstehe ich das richtig? Nein? Wie habe ich das zu verstehen, oder wir? Ich glaube, diese Frage bewegt ganz viele. Ich weiß halt auch nicht, wie man das erklärt. Möchtest du es bitte versuchen? Bitte, bitte. Es gibt halt, also wenn du sagst, dass das wie gleich ist, nur feinstofflicher, dann stimmt das aus meiner Sicht nicht, weil es gibt da zum Beispiel feinstoffliche Wesen und die gibt es hier physisch nicht. Mhm. Also es ist nicht wie ein Spiegel. Mhm. Aber dort leben halt auch Wesen und die sind halt nicht alle lieb und da gibt es auch einige, wo die Menschheit auch manipulieren. Und wenn die Erde gereinigt wird von den unlichten Kräften, dann muss auch die Astralebene gereinigt werden. Also die bleibt nicht so, wie sie ist. Okay. Und gewisse Dinge sind ja besser. Und ja. Und mit diesen mit gewissen Maßnahmen, wo in den letzten 2 Jahren gemacht worden, wurden halt auch wie Tore geöffnet für solche seltsamen Wesen, die in diesen Dimensionen rumlaufen. Mhm. Also noch mehr als sonst schon. Mhm. Weil es halt, wir sind halt in einem Übergang und die Erde will ins Licht und die Wesen, die das nicht wollen, die sind nicht bereit, sich zu ändern und wollen darum die Menschen in diesem Alten behalten. Und gehört dazu auch der Versuch, der jetzt gerade stattfindet, in die menschliche DNA einzugreifen und zu verhindern, dass die eben angeschaltet werden kann? Mhm. Also sie wollen ja verhindern, dass Menschen selber denken, dass sie Liebe fühlen. Also das Ziel von den unlichten Kräften ist ja, dass alles Liebevolle und Beseelte, dass das weggeht. Und eigentlich alle nur noch wie Roboter funktionieren. Und dafür müssen die ja die DNA abschalten.